Ja, Fatlım Çaykur von dem Oberligisten SV Strahlen heute bei uns. Ja, wir fangen auch bei dir damit an. Wir kommen nicht drum rum, Corona. Wie gehst du damit um? Schwierige Situation. Ich glaube nicht nur für mich oder für meine Familie, sondern für die ganze Menschheit. Überall auf der Welt gefühlt ist die Welt komplett lahmgelegt. Und ja, wie ich damit umgehe, ist, ich oder wir halten uns strikt an den Vorgaben oder an die Maßnahmen, die wir halt zugeteilt bekommen haben von der Bundesregierung. Und ich glaube, das sollten wir auch alle tun. Und das machen wir auch ausnahmslos. Und im Endeffekt, ja, man verbringt ganz, ganz viel Zeit zu Hause. Man kann vielleicht Dinge machen, die man vorher nicht so im Alltag machen konnte, aufgrund zeitlichen Defizite, sage ich mal. Und ja, man kann eigentlich nur hoffen, dass es schnellstmöglich irgendwie vorbeigeht, diese Zeit. Und ja, wie lange das angeht oder andauert, wird ja schwierig sein zu prophezeien. Ne? Ja, ändert sich dadurch viel in deinem Leben? Ändert sich dadurch viel in deinem Leben? Ja, auf jeden Fall ändert sich viel, weil ich bin ja auch arbeitstätig. Ich arbeite bei Schalke 04 in der Geschäftsstelle und auch da haben wir auf Homeoffice umgestellt. Mit Fußball beim SV Strahlen ist auch nicht viel. Also wir trainieren ja auch jetzt seit, ich glaube, 3 Wochen mittlerweile ist das, dass wir gar nicht mehr trainieren, auf dem Platz zumindest. Klar haben wir Pläne bekommen vom Trainerteam, die wir auch befolgen. Und ja, das Leben ist schon anders gestellt, klar. Man ist halt nicht mehr viel unterwegs, man ist nicht auf der Arbeit, man ist nicht auf dem Sportplatz, sondern macht nur sein individuelles Trainingsprogramm und dann geht es wieder eigentlich wieder nach Hause, ja. Ja, kommen wir mal zur aktuellen Saison. Ja, die Saison verläuft für euch sehr gut. Ihr habt momentan, bis die Saison unterbrochen wurde, seid ihr auf Rang 1 in der Oberliga Niederrhein mit 19 Punkten Vorsprung auf Platz 2. Nach meinem Zwischenfazit zur aktuellen Saison. Ja, Zwischenfazit ist eigentlich, da muss man nur auf die Tabelle schauen und schon kann man sehen, was für eine außergewöhnliche, fast schon historische Saison wir spielen. Ich glaube, in der Oberliga von 22, 24 zu gewinnen, das ist echt eine Hausnummer und umso mehr schade, dass es halt so dazu gekommen ist. Aber nichtsdestotrotz, jetzt haben wir auch alle ein bisschen mehr Zeit und können vielleicht öfters auf die Tabelle schauen und vielleicht realisieren, was wir da gerade für eine Saison spielen. Und wir können nur hoffen, wir alle, glaube ich, als Fußballer, als Sportler, dass es irgendwie weitergeht und dass wir dann da weitermachen, wo wir am besten aufgehört haben. Ja, woran liegt es, dass ihr so eine gute Saison spielt? Hast du da irgendwas, das im Team perfekt läuft oder irgendwie einen Grund, den du weißt, warum das vielleicht so perfekt läuft aktuell? Ja, das liegt daran, dass wir einfach eine richtig gute Mannschaft haben. Das liegt daran, dass wir tagtäglich sehr, sehr gut arbeiten. Das hat schon angefangen mit der Vorbereitung. Die war mega intensiv. Da haben wir so ein bisschen schon den Grundstein gelegt, weil wir wussten, wie wichtig so eine 6-wöchige Vorbereitung ist im Verlauf der Saison. Und dann haben wir uns peu à peu gesteigert und sind noch längst nicht da, auch wo wir eigentlich sein wollen. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt immer Sachen, die wir verbessern wollen. Aber im Endeffekt haben wir fußballerisch eine sehr gute Mannschaft, haben wir außerhalb des Platzes eine sehr, sehr homogene Mannschaft und dann kommt sowas bei rum, ja. Ja, ich habe es gerade schon angesprochen, die Saison ist unterbrochen auf unbestimmte Zeit. Ist es deiner Meinung nach die richtige Entscheidung gewesen, den Spielbetrieb erstmal für unbestimmte Zeit zu unterbrechen? Ja, also keine Frage, so gerne wir auch spielen wollen, war das aus meiner Sicht die absolut vernünftigste Lösung. Weil nochmal, es geht gerade gar nicht um Fußball, es geht gerade gar nicht um Sport oder sonst was. Das sollten wir wirklich tatsächlich ganz, ganz hinten anstellen. Es geht gerade um Menschen, Menschenleben retten. Und von daher müssen wir alles Erdenkliche oder Mögliche tun, dass wir da irgendwo wieder Stabilität finden. Und von daher ist es überhaupt diskussionsfrei. Nochmal, wir sollen alle daran was tun, dass es halt nach vorne wieder geht. Und deswegen sollten wir uns auch alle an die Maßnahmen halten, die man uns auferlegt bekommen. Und ja, von daher absolut korrekt entschieden, keine Frage.
Ja, was würdest du sagen? Lieber die Saison abbrechen oder möchtest du, dass die Saison nach Corona fortgesetzt wird und vielleicht einen späteren Zeitpunkt endet? Ja, das, also jeder hat ja irgendwo Wünsche und ist ja auch okay, ist ja auch gut so, dass jeder seine Meinung äußern kann. Aus meiner Sicht, ich hoffe, dass wir die Saison irgendwie zu Ende gespielt bekommen. Auch wenn man liest ja viel oder hört viel, auch wenn gerade aktuell gesagt wird, oh, ganz schwierig und da gibt es ja verschiedene Szenarien. Ich glaube, da haben wir generell in Deutschland die Fußballverbände, viele schlaue, kluge Köpfe, die sich gerade da Gedanken machen. Mein persönlicher Wunsch wäre schon, dass wir die Saison zu Ende spielen, aber nur unter Voraussetzung wirklich, dass man da niemanden gefährdet und dass alle anderen irgendwo stabil ist. Und dann irgendwann kann der Fußball zum Tragen kommen und wenn es dann so ist, dass wir die Saison zu Ende spielen können, umso schöner. Ja, ihr in Strahlen habt eine Besonderheit. Ihr habt eine der wenigen Frauentrainer. Inka Grings ist bei euch Trainer. Wie geht ihr damit um? Ist das was Besonderes oder ist das ganz normal, wie als wenn ein Mann Trainer wäre? Also ich muss zugeben, in den ersten ein, zwei, drei Wochen vielleicht ist es was Besonderes, weil man es einfach nicht kennt. Das ist einfach so. Und nach diesen ein, zwei, drei Wochen legt sich das komplett. Also ich kann nur von mir aus sprechen. Ich nehme das gar nicht mehr so wahr. Für mich ist sie mein Trainer, wie den Rest meines Fußballlebens, seit 25 Jahren auch. Und von daher ist es überhaupt keine Besonderheit. Also für mich selber, klar, für viele Außenstehende ja. Aber im Endeffekt, Inka spult ihr Programm ab. Sie arbeitet höchst professionell. Und spätestens dann, wenn sie uns halt bei Videoanalysen mal aufzeigt, was wir da eigentlich gemacht haben, was für ein Quatsch zum Teil, oder auch viele Sachen, ja, das auch, viele gute Sachen, da sieht man schon, klar, sie ist natürlich fachlich schon sehr gut, das muss man sagen. Und zerlegt uns da wirklich in Detail. Und ja, das macht sie schon. Keine Frage. Also generell auch, ich glaube, dass auch das Tabellenbild her sagt, dass es in der Mannschaft passt. Alles andere wäre irgendwo, macht ja auch keinen Sinn, dass es irgendwo in allen Schnittstellen passt. Und wie gesagt, war bis jetzt herausragende, ja, wie viel sind das, glaube ich, 8 Monate gewesen bisher. Und macht unheimlich viel Spaß. Natürlich immer besser, wenn der Erfolg dabei ist. Und das haben wir ja. Und ja, also es passt wirklich alles. Also sieht man keinen Unterschied, ob es jetzt eine Frau oder ein Mann macht im Trainingsstil oder ist komplett das Gleiche. Ja, es ist einfach das Gleiche, weil es einfach nur um Kompetenz geht. Es geht Ja. um fachlich, Ja. ist sie fachlich und da ist sie top, keine Frage. Sie ist ja auch Fußballlehrer und das zeigt sie uns eigentlich tagtäglich, ne, auf was sie Details sie achtet und was nicht. Und von daher nochmal, es ist wirklich kein Unterschied. Vielleicht kann ich das gerade so einfach sagen, weil ich das für mich, weil ich mit ihr tagtäglich zusammenarbeite. Nochmal die ersten ein, zwei Wochen, ja, keine Frage, aber dann hat sich das komplett gelegt und wer da jetzt da draußen an der Linie ist oder im Dienstbetrieb, ja, ist für mich eigentlich uninteressant. Vielmehr geht es da um Details oder um Inhalt. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu deiner Karriere. Du hast angefangen mit dem Fußball in Bochum bei Blau-Weiß-Grüner Baum. Bis dann zum VfL Bochum in die Jugend. Bis hast du auch alles durchlaufen bis zu U19. Aber dann hast du nicht den Schritt in die Profimannschaft des VfL gegangen, sondern du bist zum Wuppertaler SV gegangen. Wie kam es damals dazu? Ja, also der Werdegang ist richtig. Ich war bei Blau-Weiß-Grüner Baum und ist ja quasi mein Heimatverein. Und von da aus ging die Jugend zum VfL Bochum, die an sich sehr erfolgreich war, gerade auch im U19-Bereich, wo wir zweimal Vize-Deutscher Meister geworden sind. Leider hat es nicht zur deutschen Meisterschaft gereicht, aber da war trotzdem natürlich sensationelle Erlebnisse. Ja, von da aus, man hat mir eigentlich Profikarriere prophezeit. Aber im Endeffekt ist halt nicht draus geworden, so wie ich oder wie man es angedacht hat, auf meiner Seite oder von der Außendarstellung. Aber ich habe halt keinen Profivertrag bei VfL Bochum bekommen und habe dann die Chance in der dritten Liga gesucht bei Wuppertaler SV. Und ich war ziemlich jung, 18 Jahre. Habe dann den Wechsel vollzogen und bei Wuppertal, muss ich auch zugeben, lief es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich kam in der dritten Liga nicht so viel zum Zug, hatte wenig Spielzeit und aufgrund dessen, dass wir da auch eine gute Mannschaft hatten und
zum Teil auch mitten in den Aufstieg in die zweite Bundesliga gespielt haben. Und ich hatte auch gute Leute vor mir, das muss man auch sagen, auch namhafte Leute, die gut waren. Und deswegen, es waren da auch 2,5 schöne Jahre, aber rein sportlich habe ich mir da schon ein bisschen mehr erhofft. Ja, ja, danach ging es für dich, nach 2 Jahren in Wuppertal, ging es für dich zu Germania Dattenfeld, in die Mittelrheinliga war es, glaube ich. Heute heißt der Verein Germania Windeck. Wieso der Schritt dann in die Mittelrheinliga zu Germania Dattenfeld damals? Ja, das war damals die MLB-Liga. Ah, ja. Der Kontakt kam damals über Ingo Hasselbach, mit dem ich heute noch Kontakt habe. Und ich wollte einfach wieder Spielpraxis sammeln. Und habe gesagt, gut, für ein halbes Jahr, das hat damals im Paket gepasst. Habe gesagt, alles klar, für ein halbes Jahr möchte ich auch mich wieder aufmerksam machen, möchte ich wieder spielen. Und so kam der Wechsel dann zustande. War auch eine super Erfahrung wert und ja, so kam es dazu. Ja, danach bist du in die, sagen wir mal, Talentschmiede von Fortuna Düsseldorf gegangen. Du bist, hast in der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf 2 Jahre gespielt. Wieso dann der Schritt wieder zu einem, sagen wir mal, zu einer Talentschmiede von einem etablierten Verein aus der NRW-Liga? Ja, Düsseldorf war ich 2 Jahre in der Regionalliga. War auch eine super Zeit. Ziemlich auch recht erfolgreich eigentlich. Von da aus war ich ein halbes Jahr vereinslos, weil ich immer darauf gewartet habe, bis gleich das passende Angebot kommt und da zögert man ein bisschen und dann fühlt man sich da bei dem Angebot nicht wohl, weil das irgendwo nicht passt und plötzlich ist dann mal die Transferperiode rum und dann steht man da. Dann habe ich mich bei Rot-Weiß-Oberhausen fit gehalten, ein halbes Jahr und wollte eigentlich dann im Winter einfach irgendwo wieder Fußball spielen und so kam es mit dem SV Scherbeck. Ja. Dazu muss man sagen, dass ich dann parallel im Sommer eine Ausbildung angefangen habe in Düsseldorf, wo dann für mich klar war, wie verbinde ich das jetzt? Regionalliga Fußball und Ausbildung war immer ein bisschen schwierig. Mhm. Scherbeck hat in der Oberliga gespielt dann und das ließ sich hervorragend kombinieren. Und im Endeffekt habe ich mit denen dann gesprochen, wir hatten super Gespräche. Schermbeck ist ein absolut familiärer und super gut geführter Verein, war wirklich top da und so kam es dazu und ja, dann bin ich da hingewechselt und ich glaube, da war ich 1,5 oder 2 Jahre. 1,5 Jahre, ja. Und habe mich unheimlich wohl gefühlt und konnte das mit meiner Ausbildung hervorragend kombinieren und so kam es dazu. Ja, der SV Schermbeck hat ja vielleicht die Saison die Chance, sogar in den DFB-Pokal zu kommen. Die spielen im Halbfinale gegen einen Landesligisten im Westfalen-Pokal und vielleicht kommen sie ins Finale und treffen dort auf den SV Rödinghausen, die eventuell als Erster der Regionalliga sowieso für den DFB-Pokal qualifiziert sind. Also man muss abwarten, vielleicht kommt der SV Schermbeck sogar dieses Jahr in den DFB-Pokal. Also ja. Ich werde in die Daumen drücken. Ja, ja, danach bist du ein Jahr zu Wattenscheid 09 gegangen. Wahrscheinlich in die Nähe, ist ja in Bochum, bist ja im Krummer Baum, hast ja angefangen. Wattenscheid ist ja natürlich dann nicht weit. War das ein Grund, dass du nach Wattenscheid gegangen bist? Ja, also Wattenscheid 09, ich bin ja Bochumer Junge, durch und durch. Und Wattenscheid, da verfolgt man immer, keine Frage. Und ich habe in Schermbeck eine recht gute Saison gespielt, sodass dann der Kontakt, oder dass man Kontakt von Wattenscheider Seite zu mir genommen hat. Mhm. Und da haben wir uns unterhalten, da ging es eigentlich recht zügig, obwohl es Regionalliga war, auch aufgrund meiner Ausbildung dann, ja, konnte ich es trotzdem kombinieren, weil wir da auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, Feierabendfußballer waren, wir haben Abend studiert, deswegen ging es da hervorragend und ja, als Bochumer Junge, Wattenscheid 09 ist ein absolut Traditionsverein, ist wirklich ein mega Verein. Und an dieser Stelle hoffe ich, dass sie jetzt auch durch den Neuaufbau nochmal also die Kurve kriegen und Stabilität entwickeln und wirklich von vorne mal neu einfach machen können, weil das hat der Verein einfach verdient. Und ich bin absoluter Fan von diesem Verein, muss ich dazu sagen. Und deswegen habe ich das dann gemacht. Das war dann für mich auch irgendwo, ja, es ging recht schnell. Also wir hatten uns unterhalten und dann ging es fix und ja, so kam es dazu. Ja, daraufhin bist du 3 Jahre nach Westfalia Herne unter der Ära von Christian Knappmann aus der Westfalenliga in die Oberliga aufgestiegen mit Westfalia.
Erzähl mal über die Zeit in Herne und wieso du vom Wattenscheid nach Herne gegangen bist. Ja, nachdem ich dann in Wattenscheid gemerkt habe, dass ich tatsächlich auch wieder mit der Ausbildung, ich war ja noch mittendrin, doch anstrengend ist, aufgrund des Umfangs. Wir haben ja mehr trainiert als eigentlich gewöhnlich, habe ich für mich dann festgestellt, ja, ich muss meinen Gang runterschrauben. Ich glaube, dann wäre die Oberliga wieder das Passende, wo ich das kombinieren kann. Ja, so kam mein Kontakt zu Westfalia Herne. Und in Westfalia Herne habe ich 3,5 Jahre, ja, also eine mega Zeit, wenn nicht vielleicht sogar die beste, weil das ist auch in der Nähe von Bochum und absoluter Traditionsverein, mit dem man sich schnell identifiziert hat. Und aus meiner Sicht ein sehr erfolgreiche 3,5 Jahre. Also da haben wir wirklich in dieser Zeit was aufgebaut. Haben quasi, ja, sind ja aufgestiegen, wir haben Kreispokal mehrmals geholt. Und ja, also kann man sich eigentlich nur gerne zurückerinnern. Ja, 2018 hast du dann aber die Westfalia verlassen und bist in die Landesliga Niederrhein zum FC Krai gegangen. Wie bist das zustande gekommen? Ja, also ich habe Westfalia dann schweren Herzens verlassen. Dann gab es halt eine Umstrukturierung oder wie man es auch nennt. Ein paar Dinge haben sich da geändert und dann muss man auch für sich dann entscheiden, was macht man, was ist das Beste für sich, wie will es der Verein. Und ja, dann hatte ich mich für mich entschlossen, was anderes zu machen, weil auch ein paar Sachen sich da geändert haben, die vielleicht jetzt auch nicht so, wo ich mich nicht so ganz wohl gefühlt habe, warum auch immer. Aber da kam über Dr. Hartmut Fahrenstich, den ich als Wattenscheider Zweiten kenne. Wir standen eigentlich immer seit Jahren in Kontakt. Und der hatte mich dann mal angerufen und gesagt: Hör mal, lass uns doch mal sprechen und kannst du dir nicht vorstellen oder ähnlich. Und ich hatte sowieso mit den Gedanken schon gespielt, was Neues zu machen. Aber allerdings zu einem Verein, die was aufbauen wollen, die ein bisschen mittelfristig oder längerfristig denken. Ja, und das hatte sich in Krai super angeboten, auch von meinem Wohnort Bochum überhaupt nicht weit entfernt. Und im Nachhinein muss ich sagen, oder war ich froh, dass ich diesen Schritt getan habe. Ich war ein Jahr beim FC Krai und wir hatten auch da ein sensationelles Jahr mit Michele De Poro und Nils Kretschmer als Trainerteam, weil wir da ja gefühlt irgendwie, ich sag mal auf gut Deutsch, alles weggehauen haben, was uns so ein bisschen in die Quere kam. Also wir haben die Liga dominiert, wir haben den Pokal geholt, waren also eigentlich überall erfolgreich, wo wir hätten sein müssen. Darüber hinaus haben wir nicht nur, ja, haben wir natürlich auch einen super Fußball gespielt, muss man dazu sagen. Also ich glaube schon, dass es Spaß gemacht hat, uns zuzugucken. Und im Endeffekt war es wirklich ein geiles Jahr. Ja. Ja, ich glaube, ihr seid auch mit den FC Krai in dem Jahr in die Oberliga aufgestiegen, oder? Genau, also sind mit Herne bin ich aufgestiegen, dann bin ich mit dem FC Krai aufgestiegen, die Oberliga. Und ja. Ja, und eventuell steigst du jetzt mit deinem neuen Arbeitgeber in die Regionalliga auf. Du bist, wie gesagt, jetzt zu deinem jetzigen Arbeitgeber vor der Saison gewechselt zum SV Strahlen. Wie gesagt, 19 Punkte Vorsprung vor Platz 2 scheint ja nicht gerade unrealistisch zu sein. Wie schätzt du die Chancen ein, mit Strahlen aufzusteigen und wieso bist du überhaupt nach Strahlen gewechselt vom FC Krai? Weil ich glaube, Strahlen ist nicht von Bochum gerade um die Ecke, oder? Ja, also ich habe mir vorgenommen, egal in welchem Verein ich jetzt wechsle oder spiele, da steige ich immer auf. Nein, Spaß beiseite. Es ist schön, dass es so kommt. Ich hoffe, dass ich überall so meinen Teil beigetragen habe und ich hoffe, dass ich auch jetzt das beim SV Strahlen mache, meinen kleinen Teil dazu beitrage. Aber also generell zu der Frage, ob wir aufsteigen oder nicht, rein sportlich. Ist der Hunger immer noch groß, die Spiele so zu dominieren und so gewinnen, wie wir es eigentlich so jetzt gewohnt sind in dieser Saison? Da lassen wir auch keinen Millimeter nach. Das steht fest. Ich hoffe, aufgrund der Konstellation jetzt mit der Corona-Krise, nenne ich sie mal, ja, dass uns da keine Steine in den Weg gelegt werden, weil ich schon glaube, also wer die Liga so dominiert und das wäre, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass der Verband da sagt, nö, hier bleibt es nochmal in der Liga. Ich hoffe es nicht, aber da vertraue ich auch dem Verband, dass die da eine passende Regelung finden, dass man uns im Endeffekt, wenn zum Abbruch kommt oder wie auch immer, dass man uns dann natürlich aufsteigen lässt in der Regionalliga. Falls sie so weiter fortgeführt wird, habe ich ja gerade gesagt, machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Da gibt es auch keine Zweifel. Ja, es war Strahlen. Kam eigentlich der Kontakt über sportlichen Leiter
Und wir hatten uns unterhalten, weil auch beim FC Krai leider da auch eine Umstrukturierung gab und so ein bisschen, ja, man sich neu aufstellen wollte. Und das war dann auch total okay. Und deswegen hatte ich mich dann auch umgeschaut. Oder beziehungsweise erst mal Strahlen wusste, dass ich dann irgendwo auch frei bin. Hat man Kontakt zu mir aufgenommen. Wir hatten super Gespräche mit dem sportlichen Leiter, mit der Tecklenburg, damit mit Inka Grings auch. Und ja, da haben wir uns ein bisschen Bedenkzeit gegeben und haben uns beide Seiten gesagt, gut, machen wir es. Und ich glaube, beide Seiten sind auch froh, dass es dann dazu gekommen ist. Und ja, so kam es dazu. Ja, dann sind wir auch schon am Ende unserer kleinen Gesprächsrunde. Von mir aus oder von uns aus heißt erstmal weiterhin, bleib gesund, auch trotz Corona. Und viel Glück vielleicht zum Aufstieg mit dem SV Strahlen. Und man sieht sich. Ciao.